Hallo, wir sind Alexander und Becky Runge aus der Yogaschule Yoga Lila in Neuss und wir zeigen euch heute eine gemischte Sequenz mit Standhaltung, Umkehrhaltung, Rückbeugen, Drehhaltung und diese Sequenz ist geeignet für Mittelstufe bzw. mit Vorkenntnissen in Ayenga Yoga. Wir haben als Hilfsmittel drei Becken, ein Gurt und zwei Klötze. So optional kannst du auch einen Stuhl nehmen, wenn du die Sachen nicht zu Hause hast. Es geht auch jeder andere normale Stuhl. Als statt Blöcken kann man Bücher nehmen, statt dem Gurt einen Schal oder einen Gürtel und statt Decken gehen auch Handtücher oder andere Decken. Es müssen keine Yoga-Decken sein. Ich werde unterrichten. Und Alexander zeigt vor. Wir beginnen, indem wir zwei Decken nehmen und längs falten und einrollen. Dann hast du zwei eingerollte Decken. Die legst du rechts und links neben die Matte, nah an der Wand. Habe einen Klotz, den setzt du halb hochkant vor die Wand. Setz dich nah zu deinem Block. Für alle Fälle hab noch eine Decke für den Kopf. Leg sie parat neben die Matte, rutsch sehr nah an den Block ran und bring die Fußsohlen gegeneinander und auf den Block. Die Zehen biegen sich um in die Wand. Leg dich ab. Und wenn du dich abgelegt hast, rutsch noch einmal nach, sodass du so nah wie möglich mit den Füßen, mit dem Gesäß in Richtung Wand kommst. Leg den Kopf ab. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kopf nach hinten abknickt, nimm eine Decke für den Kopf. Ansonsten kannst du die Decke weglassen. Stütz die Oberschenkel ab mit den beiden Rollen. Und wenn das nicht reichen sollte, nimm noch zusätzlich einen Klotz oder eine Platte unter die Rollen. Dann lass dir Zeit, um in der Haltung anzukommen. Halte den Bauch weich. Die Kehle. Das Gesicht weich. Die Augen geschlossen. Ruhige, gleichmäßige Atemzüge. Wenn es ein Problem in der Hüfte gibt oder deine Leisten sehr steif sind, behalte die Rollen und wenn du merkst, dass die Leisten mehr öffnen, kannst du die Rollen unter den Oberschenkeln mehr nach außen ziehen oder wenn du sehr geübt bist, kannst du die Rollen auch ganz wegschieben und ohne Rollen üben. Die Hände etwa 45 Grad neben dem Körper, die Finger weich, die Daumen weich. Nimm die Öffnung wahr im Becken. Am Unterbauch und Bauch.
das Zwerchfell weich. Fühle deine Wirbelsäule auf dem Boden. Am Ende der Wirbelsäule den Kopf. Alles befindet sich auf einer Ebene. Das Kreuzbein, die Wirbelsäule, der Hinterkopf. Drücke deine Fersen sanft gegeneinander. Fühle, wie sich deine Leisten dadurch noch mehr öffnen. Die innere Wade länger wird bis zum Innenknie. Indem du all das beobachtest, gibst du dem Körper Zeit, in der Haltung anzukommen.
Nimm wahr, wie ruhig der Körper geworden ist. Die Atmung, die Gedanken. Um die Haltung aufzulösen, bring deine Knie zusammen, halte den unteren Rücken dabei lang. Du kannst dir mit den Händen helfen, wenn es schwerfällt, die Füße neben dem Block auf dem Boden aufstellen und die Knie zusammenfallen lassen. Spür nach. Öffne deine Augen, roll dich über die rechte Seite hoch. Die nächste Haltung ist Adho Mukha Virasana. Du drehst dich mit dem Rücken zur Wand. Öffnest deine Knie etwas weiter als die Hüften. Bringst die großen Zehen zusammen und bringst deine Sitzbeine auf die Fersen. Vor dir setzt du zwei Blöcke auf den Boden, schulterweit und hochkant. Und mess einmal aus, dass wenn du nach vorne kommst, deine Ellenbogen auf dem Block sitzen. Wenn du nach vorne kommst, halte die Sitzbeine auf den Fersen. Wenn du diese Haltung nicht machen kannst, zeigen wir als Alternative. Eine Alternative, wenn du diese Haltung so machen kannst, wartest du so lange. Für steife Fußgelenke hast du eine Decke unter dem Schienbein oder mehrere Decken, wenn du sehr steife Fußgelenke hast. Wichtig ist, dass diese Decke nur bis zu den Fußknöcheln geht. Die Füße sind dahinter. Und wenn es zusätzlich schwer fällt, das Becken auf die Fersen zu bringen, hab eine Decke oder Klötze, um deine Sitzbeine mit den Fersen zu verbinden. Da du jetzt etwas mehr Höhe hast, brauchst du statt den Blöcken deinen Stuhl. Setz den Stuhl so weit nach vorne, dass du mit langen Flanken die Ellenbogen auf den Stuhl bringen kannst. Ist der Stuhl zu nah, kannst du deine Wirbelsäule nicht richtig auslenken. Egal in welcher Haltung du jetzt bist, die folgenden Anweisungen gelten für alle. Ob du jetzt auf dem Boden bist mit den Blöcken oder in dieser Variante mit dem Stuhl. Halte das Gesäß schwer auf den Fersen. Bring die vorderen, unteren Rippen vor in Richtung Stuhl. Bring das Brustbein vor in Richtung Stuhl. Heb den Kopf und schau zu den Händen. Öffne und spreiz die Handteller. Und die Haut bewegt sich von den kleinen Fingern in Richtung Daumen. Dabei kommen die kleinen Finger auch etwas näher zueinander und die Daumen etwas weiter auseinander. Zieh die Schulterblätter weg vom Nacken. Zieh die Haut an den inneren Oberarm zurück in die innere Schulter. Kontrolliere, ob du weich bist am Bauch, am Gesicht und an der Kehle. Und langsam beginne, den Nacken auszulenken, sodass der Hinterkopf sich in Linie begibt mit den Schulterblättern. Bleibe aktiv in den Händen, von dem kleinen Finger über die Handflächen zum Daumen. Schulterblätter weg vom Nacken. Länge deine Innenfüße. Die Innenfersen strecken in Richtung Großzehbein. Becken schwer. Lass den Atem fließen.
Haltung aufzulösen. Setz die Hände unter den Schultern auf. Komm hoch zum Sitzen. Nimm den Stuhl beiseite. Platziere deine Blöcke vorne, rechts und links neben der Matte. Die brauchen wir für die übernächste Übung. Und wenn du die Blöcke bereitgelegt hast, geh in den Vierfüßlerstand für Adho Mukha Svanasana, den Hund mit dem Kopf nach unten. Platziere deine Hände schulterweit, deine Mittelfinger schauen nach vorne. Und die Haut auf dem Handrücken bewegt sich diesmal vom kleinen Finger zum Daumen. Dadurch kommt der Daumen und vor allem auch die Zeigefingerwurzel deutlich nach unten zum Boden. Drück diese beiden Punkte fest. Dreh die Oberarme von innen nach außen. Setz die Zehen Unterseiten auf. Presst die Hände in den Boden. Länge die Flanken. Beweg das Gesäß nach hinten in Richtung Wand. Heb gleichzeitig deine Knie und geh in Adho Mukha Svanasana, den herabschauenden Hund. Press von den Ellenbogen in deine Handgelenke und schieb dich aus den Händen rück. Beuge die Knie minimal, sodass du die Oberschenkelrückseiten noch mehr hochheben kannst in die Sitzbeine. Fühle deine Sitzbeine, wie sie stark nach oben gehen, steil nach oben gehen. Halte die Sitzbeine oben. Öffne deine Kniekehlen wieder. Streck aus den Waden in die Fersen. Es spielt keine Rolle, ob du mit den Fersen zum Boden kommst oder nicht, aber die Waden gehen abwärts in die Fersenknochen. Zieh die Kniescheiben hoch. Zieh die Haut über deine Oberschenkel hoch bis in die Leisten und versuch die Leisten genauso hoch zu bringen wie die Sitzbeine. Gesicht weich, Bauch weich, ruhige, gleichmäßige Atemzüge. Schau nach vorne zu den Händen, atme ein und geh mit dem rechten Fuß einen Schritt vor. Wenn es mit einem Schritt nicht klappt, kannst du auch mehrere kleine machen. Hab die Klötze unter den Händen. Setze das vordere Schienbein senkrecht. Presse im vorderen Fuß den großen Zehenbein nach unten, die Ferse nach unten. Die hintere Ferse bleibt noch gehoben. Atme ein und ausatmen, streck das vordere Bein aus. Wenn es dabei schwer fällt, den Rücken gerade zu halten oder das Bein komplett zu strecken, nimm die Klötze höher. Wenn du sehr steif bist, habe statt der Blöcke den Stuhl unter den Händen oder noch mehr Höhe unter den Blöcken. Zieh die unteren Rippen vor, zieh das Brustbein vor. Saug deine rechte Kniescheibe nach oben und bring die rechte Hüfte nach hinten in Richtung Wand. Im hinteren Fuß dreh die Ferse etwas zur Mitte deiner Matte und bring die Ferse nach unten zum Boden. Du kannst, damit das leichter geht, den Abstand etwas verkürzen. Wenn du die Ferse nicht zum Boden bekommst, kannst du sie gehoben lassen, wie im ersten Teil der Haltung. Länge die Wirbelsäule nach vorne. Um das vordere Bein noch mehr zu öffnen, laufe mit den Klötzen vor. Länge den Nacken, bring den Hinterkopf in Linie mit den Schulterblättern. Im hinteren Fuß zieh vom Großzehbein zurück in die innere Ferse, als wolltest du die Matte nach hinten in Richtung Wand bewegen.
im vorderen Fuß. Geh von der inneren Ferse vor zum Großziehbein. Mit diesem Fuß lenkst du die Matte nach vorne. Gesicht weich, lass den Atem fließen. Um aufzulösen, bring die Klötze wieder neben deinen Fuß. Streck die Wirbelsäule konkav nach vorne. Beuge das vordere Bein, setz die Klötze zu den Seiten, bring die Hände auf den Boden und geh in Adho Mukha Svanasana, den Hund mit dem Kopf nach unten zurück. Erhol dich für einen Moment im Hund. Wenn es dir schwer fällt, dich im Hund zu erholen, beug die Beine für einen Moment und ruh dich in der Kindeshaltung aus. Wenn du dich in der Kindeshaltung ausgeruht hattest, komm wieder zurück in den Hund. Schau nach vorne zu den Händen, atme ein, bring den linken Fuß vor zwischen die Hände. Nimm die Klötze für die Hände und richte das Schienbein vorne senkrecht zum Boden ein. Die hintere Ferse noch gehoben. Presse im vorderen Fuß den großen Zehenbein und den Fersenknochen, streckt das Bein aus. Verändere die Höhe der Klötze, wenn es schwerfällt, den Rücken zu strecken. Beide Beine gestreckt. Sauge deine linke Kniescheibe hoch, bring die linke Außenhüfte zurück in Richtung Wand. Die unteren freien Rippen ziehen vor, das Brustbein zieht vor. Wenn es möglich ist, bring deine rechte Ferse mehr zum inneren Teil der Matte und setze die Ferse zum Boden hin. Halte deine linke Außenhüfte rück. Um die Streckung zu intensivieren, bring die Blöcke wieder nach vorne. Achte darauf, dass du die unteren freien Rippen und das Brustbein weiterhin vorziehst. Länge den Nacken, bringe den Hinterkopf in Linie mit den Schulterblättern, bleib weich in der Kehle, im Gesicht. Dann setz deine Klötze wieder unter die Schultern, streck deine Wirbelsäule nach vorne. Beuge das vordere Bein, setz die Klötze zu den Seiten, Hund mit dem Kopf nach unten. Auch hier hast du die Möglichkeit, dich in der Kindeshaltung auszuruhen. Aus dem Hund heb den Kopf, schau nach vorne. Und bring das Becken vor in den Hund mit dem Kopf nach oben. Wenn deine Schultern sehr weit hinter den Händen sein sollten, dann lauf mit den Füßen etwas weiter nach vorne. Die Schultern sollten vor den Händen sein, vor den Handgelenken. Drück die Hände in den Boden hinein und heb die Flanken hoch, heb die Achselhöhlen hoch. Press die Hände fest nach unten, atme ein und mit der Ausatmung geh wieder in den Hund mit dem Kopf nach unten. Jetzt beginnst du den nächsten Durchgang vom Bauch aus. Geh mit dem Bauchnabel sanft in Richtung Lendenwirbelsäule und leite damit die Bewegung ein für den Hund mit dem Kopf nach oben. Als letztes geht der Kopf nach vorne oder hoch. Solltest du ein Hals-Schulterproblem haben, schau nach vorne. Ansonsten kannst du nach oben schauen. Halte die Beine gestreckt, bring den Steiß einwärts und das Brustbein vor.
Die Hände pressen und ziehen sanft nach hinten in Richtung Wand. Atme ein, presst die Hände nach unten, ausatmen, Hund mit dem Kopf nach unten. Im letzten Durchgang legen wir die Füße um und zurück rollen wir über die Zehen. Wenn du das nicht machen kannst, legst du auch beim Zurückkommen die Füße einzeln um. Leite die Übung ein vom Bauchnabel. Bring den Bauchnabel einwärts in Richtung Lendenwirbelsäule. Komm in den Hund mit dem Kopf nach oben und leg die Füße um auf die Fußrücken. Press die Fußrücken, um die Beine zu strecken. Steiß nach innen, Brustbein vor. Press die Hände, heb dich raus. Entweder legst du die Füße einzeln um oder du rollst über deine Zehen zurück in den Hund mit dem Kopf nach unten. Beuge deine Beine, komm zurück auf die Knie. Setz dich auf die Fersen und bereite die drei Decken vor. Wir falten die drei Decken längs und legen sie übereinander. Wer ein Polster zu Hause hat, kann statt der drei Decken auch einfach ein Polster nehmen. Diese Decken legst du längs vor, an den vorderen Teil der Matte und gehst noch einmal in den Hund. Jetzt ist es wichtig, dass deine Fingerspitzen mit dem oberen Rand der Decken abschließen. Geh in den Hund mit dem Kopf nach unten. Atme ein, komm in den Hund mit dem Kopf nach oben. Und mit einer scharfen Ausatmung beugt die Ellenbogen nah an der Taille und sei in Chaturanga, dem Stab. Press die Hände nach unten und twiste die Hände von innen nach außen, vom Daumen in Richtung Kleinfinger. Atme ein, Hund mit dem Kopf nach oben und ausatmen, Hund mit dem Kopf nach unten. Wenn deine Decken noch zu niedrig sind, beug die Beine und erhöhe die Decken mit zusätzlichen Decken oder mit zwei Blöcken, sodass du dich richtig abstützen kannst. Noch einmal, die Fingerspitzen enden mit den Decken, setz die Zehen unter Seiten ein, schieb dich aus den Händen rück und komm in den Hund mit dem Kopf nach unten. Leite die Bewegung ein, bring den Bauchnabel nach innen, Hund mit dem Kopf nach oben und dann ausatmen, beug die Ellenbogen, halte die Ellenbogen nah an der Taille, die Achselhöhlen vor, die Beine gestreckt, die Fersen nach hinten in Richtung Wand, steh auf der Spitze des großen Zehs. Einatmen, presst die Hände, Hund mit dem Kopf nach oben. Ausatmen, Hund mit dem Kopf nach unten. Beugt die Knie, kommt zurück. Wenn diese Haltung noch schwierig ist, bleibe bei dem Aufbau. Ansonsten mach die Haltung ohne Hilfsmittel. Adho Mukha Svanasana, Hund mit dem Kopf nach unten. Einatmen, Hund mit dem Kopf nach oben. Scharfe Ausatmung, Stab, Chaturanga, Achselhöhlen vor, steiß nach innen, Fersen zurück. Press die Hände nach unten und zieh rück von den Händen. Dreh die Hände von innen nach außen. Und dann presst die Hände nach unten, einatmen, Hund mit dem Kopf nach oben.
Ausatmen, Hund mit dem Kopf nach unten. Beug die Beine, ruh dich aus in der Kindeshaltung. Platziere, komm hoch und platziere zwei Blöcke vorne neben der Matte. Setz die Hände auf, komm in den Hund mit dem Kopf nach unten. Heb den Kopf, schau zu den Händen und laufe mit den Füßen vor, bis deine Füße hüftweit unter der Hüfte stehen. Der Rücken konkav. Du kannst die Fingerkuppen einsetzen oder deine Hände auf Blöcken platzieren, wenn es dir schwerfällt, den Rücken konkav zu strecken. Dabei kann der Block flach, halb hoch oder ganz hoch sein. Wirbelsäule konkav heißt, die Unterseite der Wirbelsäule, in dem Fall der Teil, der zum Boden schaut, soll länger werden als die Oberseite der Wirbelsäule. Zieh die unteren Rippen dafür vor, zieh das Brustbein vor. Verlagere das Gewicht etwas mehr auf deine Zehenballen, sodass die Fersen leicht werden. Die Fersen lösen sich nicht vom Boden hoch, sondern werden nur etwas leichter. Fühle, wie lang die Flanke und die Wirbelsäule wird und bring die Sitzbeine noch mehr nach oben. Zieh sie steil hoch aus den Rückseiten der Oberschenkel, verlängere die Haut in Richtung der Sitzbeine. Halte die Sitzbeine oben, bring wieder etwas mehr Gewicht auf die Fersenknochen. Setz deine Klötze neben die Füße. Beuge deine Ellenbogen und geh jetzt in die volle Pose. Der Oberkörper geht tief, der Kopf hängt. Zieh jetzt beide Kniescheiben hoch, zieh hoch in die Leiste und heb die Leiste in Richtung der Sitzbeine. Wenn du die Hände auf dem Boden hattest, hast du hier auch die Hände tassenförmig oder sogar flach neben den Füßen. Zieh die Schulterblätter sanft weg vom Nacken. Gesicht weich. Heb den Kopf, bring die Hände nach vorne, konkave Streckung. Platziere die Hände auf den Hüften. Press von den Knien nach unten in die Fersenknochen. Atme ein, komm langsam hoch. Mit der Ausatmung bring den Kopf normal nach vorne, spür nach. Dreh dich um, geh nah an die Wand und platziere deine Hände auf Hüft- oder Taillenhöhe an die Wand. Die Mittelfinger zeigen nach oben. Geh einen großen Schritt zurück in die halbe Vorbeuge, Adha Uttanasana. Die Füße bleiben hüftweit, die Fersen genau unter den Sitzknochen. Streck die Flanken, streck die Sitzbeine in den Raum hinein. Die Fußaußenkanten scharf zum Boden. Schau deine Füße an. Fußaußenkanten scharf, heb das Fußgewölbe hoch. Heb den Kopf, schau zu den Händen. Press die Hände in die Wand und zieh sie abwärts. Die Hände sollen sich nicht bewegen, aber der Zug der Hände geht nach unten in Richtung Boden.
Länge den Nacken, bring den Hinterkopf in Linie der Schulterblätter und bring die Ansätze der Oberschenkel rück. Saug die Kniescheiben hoch, heb die Haut an den Vorderseiten der Oberschenkel hoch. Sitzbeine heben, Ansätze der Oberschenkel zurück. Heb den Kopf, lauf in Richtung Wand, stütz die Stirn für einen Moment an die Wand ab. Dreh dich wieder um. Die nächste Haltung ist nicht geeignet, wenn du deine Periode hast. Dann wiederholst du die eben durchgeführte Haltung. Wir gehen in den halben Handstand. Dazu misst du aus. Du setzt dich vor die Wand mit gestreckten Beinen. Und da, wo deine Sitzbeine sind, legst du einen Block als Markierung hin oder etwas anderes. Dann kommst du wieder auf die Knie. Setz die Hände schulterweit auf Höhe des Blockes. Bring die Schultern senkrecht über die Handgelenke und geh hoch in den halben Handstand. Dabei sind die Füße auf Höhe des Beckens. Beide Beine gestreckt, öffne die Kniekehlen, presse die ganze Hand nach unten. Insbesondere wieder Daumen- und Zeigefingerwurzel. Heb die Sitzbeine hoch in Richtung Zimmerdecke. Komm zurück. Wenn du das Gefühl hattest, du bist zu nah an der Wand, nimm die Hände etwas weiter nach vorne. Das macht die Haltung etwas leichter. Und zusätzlich geh in die Haltung. Wenn du in der Haltung bist und das zu schwer sein sollte, die Füße auf Höhe der Hüfte zu haben, hab die Füße etwas höher. Presst die Hände, mach die Innenarme lang, aus den Innenschultern über die inneren Oberarme, über die inneren Unterarme bis zum Daumen und Zeigefinger, mach den Innenarm lang. Oberschenkel, Rückseiten öffnen, Vorderseiten der Oberschenkel an den Knochen. Bring die Nase und den Brustkorb nah zur Wand. Dann komm zurück, einen Fuß nach dem anderen, ruh dich aus, bleib in der Vorbeuge. Wenn es dir schwerfällt, kannst du auch deine Hände auf den Unterschenkeln platzieren. Noch eine Hilfe ist der Gurt. Wenn es dir schwerfällt, die Arme gestreckt zu halten, nimm den Gurt um die Ellenbogen, sodass deine Arme in der Verlängerung parallel zueinander sind. Setz die Hände auf. Das ermöglicht es dir auch etwas länger in der Haltung zu bleiben. Bring die Füße auf Hüfthöhe oder höher. Korrigier, wenn du merkst, dass der Gurt zu locker oder zu fest ist. Denn wir bleiben jetzt etwas länger in der Haltung. Schließ deine Füße, presst die Hände deutlich nach unten, halte beide Beine gestreckt und bring jetzt das gestreckte rechte Bein nach oben, senkrecht nach oben. Drück den Fersenknochen in die Wand und im oberen Bein bring den Großziehballen etwas höher. Nase und Brustbein in Richtung Wand. Von den Händen heb die Ferse des gehobenen Beins noch höher. Atme.
Dann bring das gestreckte Bein zurück an die Wand. Wenn du hier dich erholen musst, kannst du gerne rausholen aus der Haltung. Ein, zwei Atemzüge verschnaufen. Die anderen verschnaufen im halben Handstand. Dann geh wieder rein in den halben Handstand. Beide Beine gestreckt und bring jetzt das gestreckte linke Bein nach oben. Press die Hände, um die Ferse des gehobenen Beines hochzubringen. Und der große Bein geht noch ein Stück höher als die Ferse. Den anderen Fuß drück in die Wand. Bring die Nase und den Brustkorb nah an die Wand. Bauch weich, atme. Schließ deine Füße an der Wand. Hab ein, zwei weiche Atemzüge und komm zurück. Ruh dich aus in der Vorbeuge. Löse den Gurt vorher. Diejenigen, die ihre Periode hatten und jetzt nicht mitgemacht haben, können jetzt wieder mitmachen. Komm hoch zum Stehen, richte dich auf mit der Einatmung, dreh dich um. Bring die Hände auf Hüfthöhe an die Wand. Mach einen Schritt nach hinten in die halbe Vorbeuge. Füße geschlossen diesmal. Heb die Sitzbeine hoch. Drück die Ansätze der Oberschenkel zurück. Die Hände pressen in die Wand und ziehen nach unten. Dann heb das linke Bein gestreckt nach hinten. In deinem rechten Standbein bring die Außenhüfte zurück in Richtung Raum. Den Bauchnabel weich in Richtung Lendenwirbelsäule. Schließe deine Füße wieder. Zentriere dich. Atme ein und bring das gestreckte rechte Bein hoch. Halte die Kniekehle im gehobenen Bein geöffnet. In deinem linken Standbein zieh deine Außenhüfte zurück, weg von der Wand. Beobachte deinen Bauch, wenn dein Bauch zum Boden hängt, bring den Bauchnabel in Richtung Lendenwirbelsäule. Schließ beide Beine wieder. Heb den Kopf, lauf in Richtung Wand und ruh dich einen Moment aus. Dreh dich um und setz dich auf den Boden mit gestreckten Beinen. Sollte dir das Sitzen schwer fallen, das heißt, du kannst deine Wirbelsäule nicht strecken, nimm eine Decke oder mehrere Decken unter das Gesäß. Setz dich so hin, dass die Sitzbeine etwa 5 cm oder 10 cm von der Kante entfernt sind. Platziere deine Hände neben der Hüfte. Setz die Hände tassenförmig auf, das erste Fingerglied senkrecht. Um die Wirbelsäule zu strecken, müssen deine Beine aktiv werden und sich zum Boden hin öffnen. Öffne die Kniekehlen, öffne die Rückseiten der Oberschenkel zum Boden, indem du die Vorderseiten der Oberschenkel an den Knochen bringst. Streck die Waden in die Fersenknochen.
Halte deine Fersen lang aus den Waden heraus und bring jetzt deine Zehenballen vor, insbesondere den Großzehballen. Spreize deine Zehen. Mach viel Platz zwischen den einzelnen Zehen. Das ist Dandasana, der Stock. Wenn du die richtige Höhe gewählt hast zum Sitzen, fällt es dir jetzt sehr leicht, deine Arme auf Brusthöhe nach vorne zu strecken. Du kannst die Höhe korrigieren, wenn du merkst, dass es dir jetzt nicht leicht fallen sollte und der Rücken nach hinten fällt. Zieh deine Hände zurück ins Schultergelenk und bring das Brustbein nach vorne zu den Händen. Halte die Beine aktiv, atme ein, bring die Arme hoch in Urdhvastasana. Der Bauch und das Zwerchfell weich, Gesicht weich. Dreh den Bauchnabel nach rechts, dreh dich zu deinem rechten Bein. Bring deine linke Hand an die Außenseite des rechten Oberschenkels und die rechte Hand hinter dir auf dem Boden. Wenn du auf drei oder mehr Decken sitzt, brauchst du vielleicht auch noch einen Klotz für die Hand, sodass du nicht nach hinten fällst mit der Wirbelsäule. Streck die Wirbelsäule hoch und heb insbesondere deine linke Flanke, den linken Teil des Rückens an. Die Sitzbeine fest am Boden. Lass den Atem fließen. Das ist Parshva Dandasana, die Drehung im Sitzen. Dreh dich wieder nach vorne und bring die Arme hoch zu Urdhvastasana. Dreh den Bauchnabel nach links. Dreh dich so weit wie möglich aus der Wirbelsäule nach links. Bring die rechte Hand an die Außenseite des Oberschenkels und stütz dich mit der linken Hand hinten ab. Heb jetzt insbesondere die ganze rechte Rückenhälfte. Die Kniekehlen geöffnet. Die Großzehbeine öffnen sich nach vorne. Dreh dich zurück, bring die Arme hoch und halte deine Wirbelsäule gehoben, halte den ganzen Innenkörper gehoben und mit der Ausatmung bring die Arme zurück nach unten. Für die nächste Haltung hab zwei Blöcke und für alle Fälle einen Gurt. Auf einem Block sitzt du flach. Und den zweiten Block platzierst du hinter dir. Ein Gurt legst du parat neben die Matte, falls du ihn brauchen solltest. Und wenn du weißt, dass du ihn brauchst, kannst du ihn schon direkt um den Klotz legen, so wie Alex das gerade zeigt. Sitze in Dandasana, in dem Stock, beuge das linke Bein. Stütz dich mit der rechten Hand hinter dir ab, auf den Block oder auf den Boden, je nachdem, wie lang deine Arme und der Oberkörper sind. Bring den linken Arm senkrecht nach oben. Streck die ganze linke Flanke bis in die Fingerspitzen der linken Hand. Dreh jetzt wieder den Bauchnabel nach rechts zu deinem rechten Bein und hake den linken Ellenbogen gegen das linke Innenknie. Streck die Wirbelsäule und dreh dich nach rechts. Diese Haltung heißt Drehung in Marichyasana 1. Auch hier heb insbesondere die ganze linke Rückenhälfte an. Die Schulterblätter weich, die Haut im Nacken weich und das gestreckte rechte Bein aktiv den Großzehballen vor. Dreh dich wieder zurück zur Mitte, bring deine Arme hoch
Bring die Arme nach unten und halte dein Knie von vorne. Den Block, den du hinter dir hast, setz jetzt neben deine rechte Hüfte. Wenn du ein Problem hast im Rücken, insbesondere am unteren Rücken, wiederhole die Haltung von eben, denn wir gehen jetzt in die volle Position. Streck deinen linken Arm hoch, die rechte Hand bleibt auf dem Block. Geh nach vorne und zieh die Hand in Richtung Fuß oder über den Fuß hinweg. Um besser nach vorne zu kommen, kannst du dein linkes Knie etwas zur Seite bringen. Zieh dich weit nach vorne, dann beug deinen linken Arm, wickele ihn um das Knie herum, die rechte Hand kommt und die Finger verhaken ineinander. Dreh dich nach rechts auf für Marichasana. 1. Sollte es schwierig sein, die Hände zu verschränken, hast du deinen Gurt vorbereitet und greifst den Gurt. Aus der Drehung beugst du dich nach vorne über das Bein. Halte die Schultern auf einer Linie, bring das Brustbein vor, zieh vor in Richtung Fuß. Um die Wirbelsäule noch mehr zu längen, streck deine Arme, sodass die Hände sich nach hinten und nach unten bewegen. Und um tiefer zu kommen, heb die Spitzen deiner Ellenbogen in Richtung Zimmerdecke. Am Ende ist der Kopf parallel zum Schienbein. Richte dich wieder auf, löst die Hände. Komm zurück in Dandasana, streck beide Beine nach vorne und bring den Klotz wieder nach hinten. Aus Dandasana beug jetzt dein rechtes Bein. Platziere die linke Hand hinten auf dem Block. Streck deinen rechten Arm hoch. Länge die Flanke in die Fingerspitzen der rechten Hand. Dreh den Bauchnabel nach links und hake den Ellenbogen an das Innenknie. Dreh am Ende auch den Kopf. Bring dein Kinn über das Brustbein. Die hintere Hand auf dem Block verhindert, dass du mit der Wirbelsäule nach hinten kippst. Heb die rechte Rücken. Haut an, aktiv im linken Bodenbein, Großzehbein vor. Diese Haltung wiederholst du wieder, wenn du ein Problem am unteren Rücken hast. Dreh dich nach vorne zurück, heb die Arme hoch, greife dein Knie mit beiden Händen. Nimm den Block jetzt an die Außenseite der linken Hüfte. Platziere die linke Hand auf den Block, streck den rechten Arm hoch. Und jetzt ziehst du vor, beug dich nach vorne an dem rechten Knie vorbei. Das rechte Knie darf ein Stück nach außen gehen, damit du besser vorbeikommst. Zieh weit vor mit der Hand, geh tief mit der Achselhöhle und versuch mit der Achselhöhle vor das Knie zu kommen. Dann beug den Arm, wickele um das Knie, nimm den Gurt oder verhakle die Finger. Dreh dich nach links auf, heb das Brustbein zum Kinn und aus dieser Drehung geh in die Vorbeuge. Dreh den Bauchnabel über das gestreckte Bein, zieh dich vor in Richtung Fuß. Damit die Wirbelsäule noch mehr strecken kann, beweg die Arme so, als würdest du die Arme ausstrecken nach hinten. Die Hände bewegen sich nach unten und nach hinten. Und danach heb beide Ellenbogenspitzen in Richtung Zimmerdecke. Der Kopf
am Ende parallel zum Schienbein. Atme, bleib weich im Gesicht, die Haut zwischen den Augenbrauen breit und weich. Dann richte dich auf, löse die Verschränkung der Hände, bring die Arme hoch. Ausatmen, bring die Arme nach unten, Dandasana. Dreh dich um und nimm beide Blöcke an die Wand nebeneinander und flach. Hab einen Gurt und eventuell eine Decke für den Kopf, wenn der Kopf nach hinten fällt. Oder wenn dir auch der Boden zu hart ist, hab eine dünne Decke für den Kopf. Die Füße an die Wand und auf die Blöcke. Leg dich hin, sodass deine Beine noch leicht gebeugt sind. Und dann presst deine Fersen und Fußsohlen in die Wand und streck die Beine aus. Beim Ausstrecken zieht die rutschfeste Matte die Haut des Kreuzbeines und des unteren Rückens abwärts. Wenn das noch nicht stark genug war, rutsch näher ran und wiederhole, bis du einen Zug am unteren Rücken und an der gesamten Rückenhaut spürst. Dann beobachte den Kopf, wenn er nach hinten fällt, hab die Decke für den Kopf. Dadurch, dass wir die Füße etwas erhöht haben, hast du automatisch mehr Länge am Kreuzbein, an der Lendenwirbelsäule und an der Gesäßhaut, die sich in Richtung Fersen bewegt. Beug dein rechtes Bein, nimm den Gurt, platziere den Gurt unter den Zehenbeinen, streck das Bein 90 Grad nach oben. Sollte es dir schwer fallen, das Bein gerade nach oben zu strecken, hab in jedem Fall den Oberschenkel senkrecht zum Boden und den Unterschenkel, soweit du kannst, bringst du ihn dazu. Wenn es jedoch möglich ist, hab das Bein auf 90 Grad gestreckt. Der Vorderfuß ist etwas höher als die Ferse im gehobenen Bein. Öffne den Vorderfuß nach oben in Richtung Zimmerdecke. Drück den Großzehballen hoch. Deine rechte Hüfte, beweg sie in Richtung Wand. Eine Hilfe dabei ist, wenn du dein rechtes Sitzbein in Richtung linke Ferse ziehst. Zieh die Arme zurück ins Schultergelenk. Dreh die Oberarme aus, sodass deine Handflächen sich zueinander drehen. Heb das Brustbein in Richtung Kopf. Atme ein und mit der Ausatmung zieh dein Bein etwas näher in Richtung Kopf. Dadurch greifst du auch etwas näher mit den Händen an dem Gurt. Bring die Haut an der Vorderseite des rechten Oberschenkels an den Knochen und streck hoch in die Ferse. Vorderfuß etwas höher als die Ferse im gehobenen Bein. Der Fuß an der Wand arbeitet mit dem Fersenknochen in die Wand und der Großzehballen drückt gegen die Wand. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung beug die Ellenbogen, heb den Oberkörper und bring den Kopf in Richtung Schienbein. Wenn du beweglich bist, greif dabei den Fuß. Schau hoch in Richtung Schienbein, Schulterblätter weg vom Nacken, atme. Beweg immer noch deine rechte Hüfte in Richtung Wand. Dann langsam komm zurück.
Wenn du beweglich bist, kannst du jetzt deinen linken Arm den rechten Arm am Fuß lassen und den linken Arm auf Schulterhöhe bringen. Oder du greifst mit der rechten Hand beide Gurtenden, bringst den linken Arm auf Schulterhöhe. Halte deine rechte Hüfte in Richtung Wand. Einatmen und ausatmen, führ das Bein zur Seite. Geh nicht zu tief, geh langsam mit dem Bein zur Seite. Und wenn du spürst, dass das Gewicht deines rechten Beines dich vollständig auf die rechte Seite zieht, geh nicht tiefer. Versuch das Gewicht auf dem gesamten Rücken zu halten, auch auf der linken Seite des Rückens. Der linke Fuß arbeitet kräftig in die Wand. Dreh den Bauchnabel von rechts nach links. Brustbein gehoben. Und bring das Bein wieder zurück in die Senkrechte. Löse den Fuß, bring ihn an die Wand und spür nach. Bereite dich vor für die zweite Seite. Wenn du das Gefühl hast, die Haut bewegt sich am Rücken nicht mehr abwärts, wiederhole das Ausstrecken der Beine aus dem gebeugten Zustand. Nur dass du richtig Druck hast mit den Füßen gegen die Wand. Bring jetzt das linke Bein in Richtung Brustkorb und den Gurt unterhalb des Zehenbeins auf den Fuß. Streck das Bein hoch. Zieh die Arme zurück ins Schultergelenk. Wenn deine Schultern sehr weit weg vom Boden sind, lass so viel Gurt heraus, dass du deine Schultern nah zum Boden zurückbringen kannst. Die Oberarme drehen von innen nach außen. Die Handflächen schauen sich an. Streck hoch in deinen linken Fersenknochen und bring den Großzehbein etwas höher als den Fersenknochen. Einatmen und mit der Ausatmung zieh den Fuß etwas höher. Greif näher zum Fuß. Achte darauf, dass deine linke Hüfte weiterhin in Richtung Wand arbeitet. Das linke Sitzbein bewegt sich auf die rechte Ferse zu. Die rechte Ferse fest in die Wand, der rechte Großzehbein fest in die Wand. Die Haut am linken Oberschenkel an den Knochen. Und hoch in Richtung Ferse. Noch einmal atme tief ein und mit der Ausatmung zieh dich hoch, beug die Ellenbogen nach außen, bring den Kopf nah zum Schienbein. Wenn du kannst, geh näher an den Fuß oder greif den Fuß. Zieh die Schulterblätter weg vom Nacken. Atme weiter und bring die linke Außenhüfte in Richtung Wand. Der Bauchnabel geht in Richtung Lendenwirbelsäule. Komm zurück, indem du den Kopf ablegst. Entweder hältst du die linke Hand am Fuß oder die linke Hand greift beide Gurtenden und die rechte Hand geht auf Schulterhöhe. Atme ein und ausatmen, bring das Bein langsam rüber nach links. Das linke Sitzbein zur rechten Ferse. Nur so weit, dass du das Gewicht nicht verlierst auf die linke Seite des Körpers.
rechtes Bein aktiv in die Wand. Halte deine rechte Hüfte unten. Drehe den Bauchnabel von links nach rechts. Auch das hilft dir, die rechte Hüfte unten zu halten. Heb das Brustbein. Bring das Bein zurück. Löse den Gurt. Spür nach, beide Füße an der Wand. Die nächste Haltung heißt Viparita Karani und sie bereitet uns bereits auf die Entspannung vor. Du kannst ein Polster nehmen. Da wir jetzt keins zur Verfügung haben, bauen wir uns ein Polster aus zwei Decken, längs gefalteten Decken. Und darunter nehmen wir zwei Klötze, die wir nebeneinander setzen, etwa 15-20 cm vor die Wand. Und darauf platzieren wir die Decken. Zwischen den Decken, zwischen der Decke und der Wand ist eine kleine Lücke für das Gesäß, etwa eine Handbreit. Damit du besser aus der Haltung rauskommen kannst, ist es wichtig, dass du noch eine Decke dahinter aufbaust. Das kann auch ein Handtuch sein, sodass du nachher in die Entspannung rausrutschen kannst. Du setzt dich seitlich auf die Decken, bringst deine Füße hoch, stützt dich dafür ab. Geh mit den Sitzbeinen ganz an die Wand und streck die Beine hüftweit nach oben aus. Wenn du die Decken richtig platziert hast, hast du das Kreuzbein abgestützt und die Gesäßhaut, die obere Gesäßhaut liegt frei und sinkt in Richtung Boden. Beide Sitzbeine sind an der Wand oder, wenn es dir schwerfällt, so nah wie möglich an der Wand. Die Arme gebeugt. Und sollte das aufgrund eines Schulterproblems nicht gehen, kannst du die Arme auch neben dem Körper ablegen. Hier rollst du die Oberarme aus, dass du die Schulterblätter unter dem Brustkorb platzierst. Wenn es jedoch möglich ist, hab die Arme neben dem Kopf gebeugt. Dein Bauch, insbesondere der Unterbauch, absolut weich und breit. Die Augen geschlossen. Diese Haltung wirkt wie ein energetischer Wasserfall. Du kannst dir vorstellen, dass deine Beine der Wasserfall sind und die Energie fließt von den Füßen durch deine Beine hindurch und sammelt sich in diesem breiten Bauchbecken.
irgendwann ist dieses Bauchbecken voll und die Energie fließt weiter über die unteren Rippen, über das untere Brustbein, über das obere Brustbein in Richtung Hals, dort, wo sich die kleine Vertiefung des Halses befindet, fließt die Energie hinein. Sie fließt durch den Hals hindurch und vom Nackenbereich fließt die Energie hoch in Richtung Hinterkopf. Über den Hinterkopf in Richtung Kopfkrone. In Richtung Haaransatz. Über die Stirn. Und die Nasenrücken abwärts. Und über das Kinn wieder nach unten in Richtung Hals. Beuge deine Knie und bring die Beine in einen lockeren Schneidersitz an der Wand. Sollte das nicht funktionieren, kannst du deine Beine noch gestreckt lassen.
Stell deine Füße auf die Wand auf. Schieb das Becken nach hinten, bis das Becken vor den Decken liegt und verschränk die Beine andersherum. Aus dieser Haltung gehen wir in Shavasana, in die Endentspannung. Wenn es dir schwer fallen sollte, auf dem Rücken flach zu liegen, hast du die Unterschenkel auf dem Stuhl. Du rutschst nach hinten, nimmst, wenn nötig, Höhe unter den Kopf. Wenn du die Decke platzierst, zieh die Decke bis zu den Schultern. Eine zweite Decke kannst du nutzen zum Zudecken. Hab die Füße etwa hüftweit geöffnet. Streck die Fersen weg. Halte die Füße aktiv. Dann länge den Kopf nach hinten. Halte die Füße immer noch aktiv. Bring die Hände etwa 45 Grad neben dem Körper. Lass die Arme los und die Beine los. Fühle deine Mittelachse, die Nase, das Brustbein, den Nabel. Sind beide Beine, beide Arme gleich weit entfernt von dieser Mittelachse? Finger sind natürlich gekrümmt, der Daumen weich und das erste Knöchelchen des Mittelfingers liegt auf dem Boden auf. Der Teil des Mittelfingers, der mit dem Handrücken verbunden ist. Lass deine Gesäßmuskeln los. Die Haut an den Seiten der Hüften. Die Muskeln in der Hüfte. Und fühle, wie sich deine Beine dadurch aus der Hüfte herauslösen. Aus der Hüfte heraus lösen und entfernen. Die Vorderfüße fallen leicht nach außen und nach vorne. Der Bauchnabel weich. Die Haut um den Bauchnabel herum an allen Seiten weich, oben, unten, rechts und links. Das Kreuzbein breit und schwer auf dem Boden. Gesamte Rückenhaut weich. Heb sanft
vom unteren Brustbein zum oberen, ohne Anstrengung. Vom oberen Brustbein aus lass die Schlüsselbeine breit werden, von innen nach außen. Die Außenschultern werden schwer. Die Arme lösen sich aus den Schultergelenken heraus, werden länger, entfernen sich von der Wirbelsäule. Weicht die Haut an der Kehle, an der Vorderseite des Halses. Die Haut an der Rückseite des Halses öffnet sich sanft vom Nacken in Richtung Hinterkopf. Entspann deine Augen tief zurück in den Hinterkopf. Lass die Haut unter den Augen weich werden. Die inneren Augenwinkel weich. Und von dort aus lass die Haut über die Seiten der Nase lang werden. Die Nasenflügel weich. Die Oberlippe passiv. Lass vollkommen los am Unterkiefer. Deine Zungenspitze liegt leicht am Gaumen oder an der inneren Zahnreihe. Der hintere Teil der Zunge entspannt sich tief zurück in Hals und Rachen.
Beginne langsam deine Ein- und Ausatmung zu vertiefen und zu verlängern. Der nächsten Einatmung bring die rechte Hand zum Bauch. Dann einatmend die linke Hand. Stell einen Fuß nach dem anderen auf, indem du die Ferse über den Boden ziehst. Roll dich auf die rechte Seite, bring den Kopf auf den Arm. Den Blick zum Boden gerichtet, öffne langsam die Augen. Stütz dich auf die linke Hand, komm hoch zum Sitzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Namaste.